So, nun jetzt auf zu Jibo-Man, den letzten, wo ich noch eine Schwäche weiß, beziehungsweise sogar zwei. Ja. Aber wir haben nur eine davon. Jibo-Man kommt vor in, ich meine, Mega Man 5. Ich bin mir jetzt sicher, es könnte auch Mega Man 6 sein. Jedenfalls ist er ein sehr einfacher Gegner, der eine Schwäche gegen Gravity Man hat. Gravity Hold heißt die Attacke und dadurch ist er sehr schnell zu besiegen. Und sein Petter ist auch sehr einfach zu durchblicken. Also ist er generell ein ziemlich einfacher Endgegner an sich. Nur die Stage hier in Hardhead hat es wirklich in sich, muss man sagen. Also ihr werdet noch sehen, was wir meinen damit. MK wird sicher seinen Spaß damit haben. Ja. Aber erstmal werde ich das machen. Oh ja, das ist taktisch schlau. Das habe ich auch schon mal gemacht in meinem LP. Einfach so Game Over gehen, weil dann hat man anstatt einem Versuch drei Versuche. Denn es ist ziemlich schlecht, wenn man beim Endgegner krepiert und die Stage schon mal hatte. Dann müsste man sie nämlich nochmal machen. Denn zwei Leben sind hier, glaube ich, wirklich Pflicht. Sonst kann man das gleich vergessen. Wenn man es überhaupt mit den zwei Leben schafft. Ja. Muss man dazu sagen, weil die Stage ist schon wirklich fordernd. Ja. Also nicht in Sachen Schwierigkeit von Energieabzug, aber in Sachen anderer Hinsicht. Also, das wird nur Spaß. Wow, dass du da ausgewichen bist. Wow. Pro Gamer MK. Stirb. Wo kommst du denn her? Der kam irgendwie ganz nett an. Ziemlich schnell irgendwie. So. Zack. Du weißt ja noch, dass du die mit Melblade One-Hit machen konntest, oder? Ja, das wusste ich. Ja. Ist ernsthaft. Auch wenn es gerade nicht so rüberkam. Nein, das wusste ich noch. Weil es sind auch meine Hassgegner mit, also. Werde ich mir sowas auch merken. Verständlicherweise Hassgegner. Weil ich würde denken, die Helikopter magst du noch mehr, oder? Total. Die sind ganz toll. Und rüber da. Ey, komm! Wo, was? Ich muss sogar etwas hochspringen, damit ich aus dem Bildschirm rauskomme. Dieser Screen ist 1:1 abgekupfert von Mega Man selbst. Wobei das ganze Spiel ist natürlich, aber diese Szene generell ist sehr von Mega Man abgeguckt. Ich weiß nicht, ob die Textur vom Boden dieselbe ist, aber ich meine schon. Und rüber da und rüber da und hoch. Ja, das ist gut bisher. Fail. Autsch. Ja gut, manchmal muss man den Gegner auch nicht beachten und man kann einfach durch, das ist besser teils. So, der war wichtig zu... Oh, das war knapp. Oh, ja. Energie. Schön. Leider muss man sagen, dass Energie hier in dieser Stage nicht so viel Wert hat, wie ihr noch gleich sehen werdet. So. Ah, die Viecher nerven. Jetzt weiß ich erst überhaupt noch, was das war, was die Schwierigkeit war. Ja, deswegen sagte ich ja, Energie an sich zählt in dieser Stage nicht allzu viel, also. Und, oh. Ja, der Sprung. So, jetzt sind wir. Ja, genau, ich erinnere mich. Oh, die Stelle. Genau, erstmal da und vorbei. Das ist auch so ein Sprung, ging noch? Nee, der ging noch. Echt? Ja, der Schlimme kommt jetzt. Ach, genau, genau. Und? Oh. Ja, ärgerlich. Zu spät abgesprungen und demnach gar nicht. Ja, das ist immer Mist. Und dass MK jetzt hier schon einmal draufgegangen ist, dürfte ihm ziemlich wehgetan haben, weil da kommt noch was deutlich Schwierigeres. ja, das ist schon eine tolle Stage. Also, man sieht, man schafft's gerade so. Jetzt kommt der spaßige Part. Ach ja. Blockpattern, wie wir die lieben. ich hab in meinen LPs übrigens Blockpattern fast ausnahmslos überflogen. Oh, das war unnötig. Das war richtig unnötig. Oh, vor allem war es viel zu spät. Viel zu früh. Viel zu früh, ja. Aber manchmal kann man die Blockpattern
ziemlich schlecht einschätzen. Mhm. Ach, oh, ich hasse diesen Sprung. Der ist jedes Mal so sick. Warte. Ja, genau. Ja, weiter, egal. So. Ja, das hast du schon mal, das war eins der beiden, das war das leichtere noch. So, jetzt kommt's. Genau. Ich hoffe, du schaffst das. Ja, genau. Warten, ja. Nein! Ja. Das ist diese Gemeinheit der Stage, weil ihr habt gesehen, er wurde getroffen und ist direkt runtergesaust. Jetzt hätte MK, glaube ich, ein Leben ganz nötig, sonst sieht's schlecht aus. Sonst muss ich noch mal bis hierhin spielen. Ja, sonst haben wir bisher so ziemlich gar nichts erreicht. Im Grunde. Ja. Status quo haben wir wieder. Ja. Dieser Sprung ist einfach, man muss ziemlich genau abspringen, das ist es. Also sowas wäre mit einer Art Rush Jet gar nicht das Problem, aber das einfach so zu machen, das ist schon schwierig. Und das ist noch ein einfaches Patter. Genau. Die Gegner sind nur das Problem. Die einen ziemlich behindern. Ja. Ja gut, es ist halt so, wenn man einmal getroffen wurde, dann ist die Sprungkurve dahin, die man ursprünglich hatte. Dann ist es schlecht, sehr schlecht sogar. Und dann fliegt man meistens runter. Weiter. Ey. Leben. Das sah irgendwie lächerlich aus. Aber du hast ein Leben. Leben sind ja das meiste wert, damit man so und so viele Versuche hat. Das ist wichtiger als die Leben, die man oben in der Leiste angezeigt bekommt. Autsch. Das war klar. Es musste sein. Unglaublich. Ich glaube, das Programm hat da so drinstehen, du kommst da nicht rüber, bevor du nicht getroffen wirst. So, erstmal auf das grüne Ding wieder warten. Ärgerlich ist es natürlich, wenn man ein Leben bekommt und ein Leben dumm verschwendet. Das ist natürlich das Ärgerlichste. Ich hasse es, wenn... Dass sie sich umdrehen, wusste ich übrigens auch nicht. Also irgendwie ist das ungewöhnlich. Ich glaube, das wurde neu eingefügt. Den Mega Man waren die statisch. Die konnten sich nicht drehen. Kam hier nicht noch ein grünes Vieh? Mann, dieser Sprung ist auch schon so wieder... Boah. Du hattest keinen Anlauf, dann hast du noch einen kürzeren Weg zum Springen nur. Deswegen, den hatten wir auch immer noch. Und? So, scheiß auf die Energie. Immer auf diese grünen Viecher warten, ha? Immerhin, sie spawnen nicht mehr. Respawnen, damit werde ich... Ach, es gibt ein Level, wo Gegner respawnen. Echt? Beziehungsweise dauerhaft spawnen. Welches Level war es noch gleich? Kenne ich das? Also das werdet ihr noch sehen. Ohne jetzt was zu spoilern. Ich will jetzt nicht spoilern, nein. Boah, ich hasse ihn. Das ist aber wirklich immer Pixelarbeit. Okay, den beseitigen auf jeden Fall, bevor du losspringst. Aua. Nein. Ja, gut. Egal. Nee, noch nicht springen. Ja, das hatte ich auch nicht vor. Sah irgendwie so aus. Bei mir ist es ja ganz leicht verzögert. Ja, gut. Ja. Wow. Okay, immerhin das. Immerhin. Okay. Jetzt das kommt jetzt das zwar noch nicht, wenn du da runterfällst, aber es ist schon mal mehr. Ich würde schon mal vorne reinschießen. Das habe ich gerade geguckt. Ja, schieß einfach mal ein paar Mal da hinten hin, vielleicht bringt's ja was. Das kann man ja nicht wissen. Nein! Nein! Es ist auch so unberechenbar, wann der jetzt schießt, weil es ist kein festgelegter Rhythmus. Ja. Und nochmal von vorne, das ist so schön, wie wir es alle lieben. Boah! Ich hab A gedrückt. Das war ein unschöner Tod. Ja. Wie verdattelt man Leben? Ja, wie gewonnen, so zerronnen, sagt man ja immer. Das eine Leben, was du gekriegt hast, ist jetzt eigentlich weg. Ich hab immer Angst, das abzuschießen und fällt ein Leben raus, ey. Das kann mal passieren. Oh. Wenn das nicht jetzt so knapp bemessen wäre. Wie war das nochmal? Was ist bisher dein nächster Part?
letzten 17 Minuten. Ich warte jetzt generell. Längster Part von Video allgemein. Ja. 2 Stunden. Knapp. Meinst du, schaffen wir in der Stage noch? Boah, nee. Wenn werde ich die Stage cutten, auf jeden Fall. Okay, warten wir nochmal eine. Ja, das ist Mist. Moment. So. Ja. Aber das geht noch, das ist nicht alles. Ey. Was? Okay. Fick dich, Vieh. Es ist auch schwierig, wollte ich gerade sagen. Die Stage lutscht. Aber richtig. Gleich so viele unfaire Sachen hintereinander. Das ist unglaublich. Tja, und dass man dann da noch komplett durchkommt, das ist halt unwahrscheinlich. Ihr seht ja, dass man volle Lebensleiste hat, ist eigentlich komplett von... Yay! Keiner Bedeutung. Status quo. Ja. La 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 la. So, einmal geht noch in diesem Part. Moment mal. 3 Anfangsleben? Wusste ich gar nicht mehr. Oh. Plus das Dritte. Also theoretisch könntest du cutten und neu beginnen und keiner hätte es gemerkt. Wenn du das nicht gesagt hättest. Oh. Nein, ja, gut, es ist alles hier unzensiert wie bei Super Meat Boy. Obwohl ich da zum Ende hin ja auch einfach nur noch durchgeguckt habe, die Level, weil es einfach unmöglich ist, diese Dark World-Dinger manchmal. Ich halte ja auch nichts von etwas offscreen machen. Also jetzt nicht im Grunde von Spielabschnitt wegschneiden, der total langweilig ist, sondern eher in Sachen Versuche, bis man schafft. Ich halte nichts von offscreen in dieser Hinsicht. Also wenn dann schon komplett uncut, dass man alles hat. Welches Offscreen ist, um Zeit zu sparen für irgendwas sammeln oder senden, ist das okay, aber nicht wegen Fails. Ja, Items sammeln oder so, oder wenn man irgendwie. Beispielsweise habe ich in Windback auch sehr viele Seewege abgekürzt. Aber das sind halt Dinge, die jedes Mal wieder neu vorkommen und da ist halt nichts Berauschendes dran. Und sowas halt wegschneiden, aber was jetzt zum Beispiel für mich. LOL! Was war das denn? Ich hing in der Animation fest. Ich hab's schon gesehen. Crash it! So. Interessant, der Bug ist zum ersten Mal aufgetreten mit der Animation. Alles hat ein erstes Mal. So, zack. Ach ja, die beiden grünen. Ja, gut, die sind ja ziemlich. Und ein E-Tank. Oh, sehr gut. Jetzt müsstest du 4 oder so haben. 3. Ja. Na los, komm du grünes Vieh. Ach ja, den hab ich vergessen. Okay, ein bisschen Leben. Wobei die im Moment noch nicht viel zählen. Ja. Also theoretisch würde es reichen, wenn MK einen Strich hat. Okay, dann wäre es fort. Sagen wir. Verdammt, du machst mir auch immer meine Beispiele zu. okay, 3 Striche hätten gereicht, wie man jetzt gerade wieder sieht. Der Sprung ist einfach so fies. Vor allem, das Miese ist eigentlich daran, dass man alles nochmal machen muss, wenn man an einer Stelle versagt hat. Das ist das eigentliche Fiese, sonst geht es ja sogar noch, wie man es einzeln machen könnte. Einzeln würde es locker gehen, oder zumindest das hier und Block-Pattern in 2 Bereichen, das könnte vielleicht auch noch akzeptabel sein. Wobei einzeln ist ja schon wieder so eine Art Safe State. Oh. Und ja, dann eine ist eine Sekunde halt zu früh gesprungen. Stimmt, man kann auch anmerken, man kann hier keine Safe States verwenden, soweit ich das weiß, oder? Nee, gibt's nicht. Weil es portiert wurde auf den PC und deshalb auch nicht die BIOS oder das ROM speichern kann. Und deshalb gibt es auch keine Safe States in sich. Das ist kein Emulator hier. Aber das würde ja sowieso gegen MKs Prinzipien gehen. Wie in der Kette nutzt er sowas nicht. Wow! Oh!
Der Schuss war cool. Gib zu, du lässt gerade jemand anderen spielen. Ja, total. Ach, jetzt kommt wieder die fiese Stelle, oder? Ja. Ich versuch mal irgendwie zu spielen und schon zu schießen. Vielleicht hast du ja Glück und einer ist tot oder so. Nee, das habe ich vorhin schon versucht. Ja, spring. Oh. Oh Gott, was ist? Ach, da kommt ja noch ein Block. Das habe ich vergessen. Oh. Moment. Ganz genau überlegen. Warte. Ja, und spring. Oh Gott. Kommt noch mal ein Block, Peter? Nee, runter hier. Oder? Boah. Oh, fuck. Ich weiß aber nicht, ob hier ein Checkpoint kam. Das ist das Problem. Ich glaube nicht. Also ganz vorsichtig sein. Mach den von da kaputt. Das ist das sicherste. Oh Gefühl. Gott. Oh. Jetzt hab ich schon mitgezittert. Schafft das? Und da, man hat auch gesehen, dass das ziemlich unberechenbar ist, wenn das Ding schießt, weil jetzt hat es geschossen, als ich noch nicht mal die Hälfte darüber gesprungen bin. Also es ist mehr oder weniger Glück, es ist glücksabhängig. Okay, warten, bis das Ding kommt. So. Genau. Da erst warten, bis der schießt, ja. Den könnte man mit Napalm übrigens machen, weil Napalm schießt irgendwie nie in der Reihe. So, quer. Okay, jetzt bist du ziemlich sicher momentan. So. Nicht Laufbug ist toll. So. Kam hier noch was? Boah. Das ist nicht mehr. Ach genau, so einer. Ja, okay. Aber das ist auch wieder so ein Sprung, wo man sich denkt, ja. Ah, erstmal das Grüne wieder. Oh ja. Ich habe mir schon gedacht, oh Gott, springt er jetzt? Hoffentlich nicht. Und natürlich fällt man auch nach unten. Was irgendwie total sinnfrei ist, aber okay. Man ist eh schon auf der tieferen Ebene gewesen. Als man hochgefahren ist, aber okay. Ich glaube, es gibt keinen Checkpoint, also ich würde trotzdem aufpassen. Ich weiß es nicht. Es ist der einzige, wie ich meine. Okay, über den kannst du ja einfach unterherlaufen. einfach durch. Ja. Wow. Das Alter. Ist so. Oh Gott. Alter, mein Herz. Boah, ich hab mir schon gedacht, fällt der jetzt da runter? Ich hab schon gedacht, oh mein Gott. So, Needleman. Also, das ist auf jeden Fall kein Part für schwache Nerven. Gott. Oh. Aber so. Moment solltest du so packen können, der ist nicht wirklich schwierig. Der hat, glaube ich, das gleiche Peter wie ein Mega... Er hat nicht das gleiche Peter wie ein Mega Man. Haben wir das nicht letztes Mal schon bemerkt? Ja, ich hab's so vergessen, weil es schon wieder so lange her ist, verhältnismäßig. Ja gut, aber der ist eigentlich kein Thema. Ja, der ist kein Thema. Den sollte ich eigentlich auch ohne relativ schaffen. Du gehst doch sicherlich liebend gerne eher Game Over als ein, E-Temp zu nehmen, oder? Ja. Aber ich hätte eh noch ein Leben gehabt, also von daher. Ja. So. Den hätten wir auch. Jetzt kommen die Elite. Passt perfekt in den Part. Ah, je. Also man könnte die 4 Level mit diesem jetzt, also die 3 Nachfolge noch, als die Top 4 schon bezeichnen. Ja, so sieht's aus. So, als nächstes geht's weiter mit einem von den 3, ich denke Pharaoh Man, und bis dahin, ich bin Kane Jones. Tschüssi!